Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Let's Play The Forest. Es ist immer noch mitten in der Nacht. Es wurde erfolgreich gespeichert, zum Glück. Und es ist dunkel. Wie ein Rattenarsch. Ich mach mal Licht. Huch. Und dieses Flackern. Tja, letzte Folge haben wir ja schon ein bisschen was erlebt. Jetzt ist allerdings die Frage, was machen wir diese Folge? Hoffentlich können wir schlafen. Bis zum Morgen durch, wie geil. Ah, tja, ein neuer Tag erwacht. Eine neue Aufnahmesession. Und ein neuer Mytherion, der hier nur im Bademantel rumsitzt. Warum? Fragt nicht. So, keiner da, keiner da. Tja, was machen wir denn heute mal Schönes? Wir haben quasi volle Stöcke, wir haben volle Steine. Jetzt ist die Frage, was fangen wir damit an? Ich schau gerade mal ins Inventar, was haben wir denn? Nehmen den noch alles, wir haben ein Bein, wir haben einen Kopf, ja, das Normale halt, wir haben eine Rope, ein Seil. Können wir eigentlich irgendwie... Was ist das hier eigentlich? Flair, okay. Na gut. Huh, Hase! Mann, schreck mich nicht. Okay. So, ich glaube, wir bauen uns einfach wieder irgendwas hin. Und zwar... Storage. Genau, wir könnten einen Stickholder, wir könnten einen Lockholder, wir könnten einen Stoneholder oder wir könnten... Oh, was ist das? Ein Lodge Sled? Lockholder? Lodge Sled. Achso, vermutlich so ein Ding. Also, so ein... Genau das gleiche wie ein Lockholder. Ups. Falsche Taste. Genau. Nur halt größer. Bauen wir das Ding doch einfach mal hier mitten in die Landschaft. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, schon fehlen uns wieder ein paar Stöckchen. Hier lag eins. Hier liegt eins, hier liegt eins. Hier liegen ja ganz viele. Gleich mal alle mitnehmen. So, schon haben wir sie. So, wo war jetzt laufen? Hier war laufen. Evola. Nein, nicht Evola. So, dann würde ich mal sagen, hauen wir noch ein paar Bälle. Alter, heute habe ich es echt. Haben wir noch ein paar Bäume zu Klump. Und wir haben ja letzte Folge auch dieses Schiffchen gefunden. Also, ja. Und da würde ich halt gerne auch nochmal hin. So. Wir fällen gerade zwei Bäume gleichzeitig. Vorausgesetzt, das Spiel hängt nicht so. So, zwei Bäume, sehr schön, ich nehme hier nochmal die ganzen Stöckchen mit. Falls ihr mir mal über den Weg lauft, wisst ihr, was ihr mit mir spielen könnt. Fang das Stöckchen. So, man kann ja immer irgendwie Baumstämme gebrauchen. Wie hau ich denn da rein? Ah, mit C. Mit C nehme ich die dann vermutlich auch wieder raus. So, Nase juckt. So. Jetzt juckt sie nicht mehr. So, wir könnten außerdem noch ein bisschen Rüstung gebrauchen. Huch, was ist das denn? So, hier hinten lag noch einer. Ja, da... Oh, da liegen sogar noch drei. Scheiße, jetzt ist voll.
Ach, was soll's. Ich meine, wir haben ja heute noch sonst nichts zu tun. Machen wir noch so ein Lockhol dahin. So. Ja, so kann man's machen. So, ein paar fehlen noch. Hasse! So. Stöckchen. Hier gibt's keine Stöckchen. Ah, hier ist Stöckchen. Da noch ein Stöckchen. Da noch ein Stöckchen. So, drei brauchen wir noch. Was denn hier für ein Baum? Der ist ja süß. Huch. Eine Feder. Haben wir Steine? Wir haben Steine. Herr Schwönkel, ich habe da gerade irgendwas in der Ferne gehört. So, zwei fehlen noch. Achso, hier liegen wieder ganz viele. So, jetzt sind wir auch wieder voll mit Stöckchen. Laufen wir zurück zu unserem kleinen Bauvorhaben hier. Sehr schön. So, zwei Baumstämme kommen noch. Oder einer. Wohl eher einer. Egal. Baumstämme sind Baumstämme. Und nur wer Baum stemmt, der stemmt auch ganze Bäume. So. Gut, wo war dann das Bötchen? Spreue mal das Bötchen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir hier sind und wo wir hier lang müssen. Es war auf jeden Fall an der Küste, das weiß ich. In der Nähe von einem Anker, glaube ich. Und einem toten Hai. Oh, ich hasse diesen Totei. Ganz speziell diesen. Oh, Rüstung! Halt! Stier! Rüstung! No! Na toll. Jetzt habe ich zwar Rüstung. Aber ich kann den Dingens damit nicht mitnehmen. Warum bin ich eigentlich rot? Und warum ist die Axt nicht rot? Gleichberechtigung für alle. So. Aber wo ist der blöde Birchel? Das Birchel. Ich glaube, hier bin ich irgendwie prinzipiell falsch. Oder ich bin hier total richtig und sehe es nur nicht. Aber es sieht irgendwie falsch aus. Ich renne jetzt einfach mal. Futter. Yay. Okay, ich renne jetzt einfach mal so in diese Richtung. Huch. Schon wieder eine Flare. Beeren. Nein, ich will die Beeren. Nein. So. Oh. Jetzt hat mich der Vogel erschreckt. Boah. Mann. Ich habe heute vielleicht einen Tatterich auf der Dingens. Auf der Pfanne. Und ich sitze hier im Bademantel. Warum auch immer. Kennt ihr irgendjemand von euch Sherlock? Die erste Folge der zweiten Staffel? Wo er denn im Palast sitzt und nichts weiter anhat als ein Laken. Genau die Folge meine ich. So fühle ich mich gerade. Hey, noch mehr Bären. So, ich brauche mal wieder einen Strahl. Ich dachte, ich wäre gerade von denen los. Warte mal, ich bin auch hier in der Nähe von der Absturzstelle, oder? Wenn hier das blöde Dorf ist, müsste hier ganz in der Nähe eine Absturzstelle sein. Und die Nähe von der Absturzstelle ist die Kacke. Was kommt denn von da oben? Ist das ein Tisch?
Ich tue dir nichts, mein Freund. Scheiße! So, aus dem habe ich Hunde frei gemacht. Lecker Chappi. So. Ich will gar nicht wissen, was man alles in Hundefutter reintut. Ja, da fliegen Tische. Hey, Sockenclown. So, noch irgendjemand von euch krepeln hier? Ich rüste mal eben die andere Axt aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit der kann ich schneller schlagen. So, da liegt ein Tisch. Und da hinten laufen noch mehr von den Leuten. So, ich nehme hier einfach nochmal das Ding mit. Eigentlich wollte ich ja zur Yacht. Oder zum Boot oder was das auch immer ist. Sieht aber eher aus wie eine Yacht. Oh, kacke noch einer. Ich schleiche mich einfach mal unbemerkt an den vorbei. Wie der Typ in Vietnam oder was das war. So, can't carry more raw sticks. Ach ja, und ich bin ein bisschen blutbeschmiert. Ja, sind wir das nicht irgendwie alle? Was ist das denn? Das sieht ja cool aus. So, ja, bla bla bla. Es sieht schon mal etwas strandiger aus. Ich glaube, hier bin ich gerade lang gerannt, oder? Oh, guck mal, Bären. Was? Was zum Fick war das denn? Whatever. Wird schon irgendwas gewesen sein. So. Da drüben ist eine Insel. Hätten wir auch bauen können. Ich glaube, da baue ich auch noch irgendwas hin. Because I can. Yes, we can. So. Steht bei der NSA über der Tür. Yes, we can. Ja, ich weiß, die Witze werden auch immer besser. So. Wo sind wir denn hier? Ich hab keine Ahnung. Bringe man mich bitte zum Boot. Oder zur Yacht. Oder zum Ruderboot. Oder zum Motorboot. Oder zum Segelschiff. Oder... Schade, hier kann ich nicht mehr. Mal eben ganz oft springen drücken und dann irgendwie hochfliegen. So. Ja. Hier, ne? Und so. Da ist mal Attraktion. Wenn Sachse... Was macht er, wenn Sachse in England einen Baum kaufen will? Dann sagt er ein Danger, please. So. Alter! Ich bin voll vor dem Ding hier erschrocken. Oder erschreckt. So. Ich glaube, jetzt müssen wir ziemlich weit nach da, um wieder an die Stelle zu kommen, wo wir waren. Und wo das Boot liegt. Laufen wir! So, eigentlich wollte ich nur 15 Minuten aufnehmen. Jetzt sind wir schon bei 14 Minuten 29. Nach meinem Timer hier. Eigentlich wollte ich nicht zu lange aufnehmen, weil die Videodateien gigantisch groß werden. Hier Forest Folge 1, das war irgendwie 1,45 GB. Klingt zwar... klasse. Klingt zwar nichts Besonderem, aber versucht das mal mit einer 6000er Leitung schön hochzuladen. Das dauert 5 Stunden. Ja, ich glaube mit der Axt hier können wir definitiv schneller schlagen. Stirb! Huch!
Nein, 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 nein,